Sichtlich überrascht war am Mittwoch Luisa Schettke aus Wimmer. Die Erzieherin ist die 500.000. Besucherin der Landesgartenschau in Papenburg. Schettke war zusammen mit Vorschulkindern des Kindergartens Jona aus Wena zur Gartenschau gekommen. Wir haben einmal mitgemacht bei so einem Malen von diesen, diese Sprosswinde, genau, und da haben wir mitgemacht. Und dann wurden wir eingeladen und es freut uns, dass wir hier sein dürfen. Und für die Kinder ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Genau, es sind nur Vorschulkinder, mit denen wir hier sind. Und die kriegen jetzt hier ein bisschen Programm. Natürlich hieß es dann für die gesamte Gruppe erst einmal aufstellen zum Fototermin. Mit dabei waren auch Papenburgs Bürgermeister Jan-Peter Bechtluft sowie Gartenschau-Geschäftsführer Lars Johansson. Sie zeigten sich begeistert, dass die anvisierte Marke von 500.000 Besucher erreicht worden ist. Ziel erreicht, Punktlandung. Eigentlich bin ich grundsätzlich sehr glücklich, wobei ich denke, ob das jetzt 495 oder 504.000 gewesen wären, das spielt auch keine Rolle mehr. Aber wir haben es geschafft. Wir haben uns dieses Ziel gesetzt und es war ein sehr ambitioniertes Ziel und kurz vor Ende der Landesgartenschau haben wir es noch erreicht. Deswegen bin ich sehr froh damit. Also es ist ja wirklich eine Punktlandung. Wir haben es jetzt 4 Tage vor Abschluss der Landesgartenschau und haben jetzt auf den Punkt genau die 500.000 Besucher erreicht, die auch immer prognostiziert war. Das ist zwar zunächst mal nur die Zahl, aber trotzdem stimmt mich das natürlich sehr glücklich, dass es geklappt hat. Ich glaube, dass das so ist, das ist ein riesiges Kompliment für alle Menschen, die hier ehrenamtlich und hauptamtlich an der Landesgartenschau mitgearbeitet und mitgewirkt haben.